Oh yeah, Elektroschrott. Ich habe Urlaub und mir ist ein bisschen öde. Deswegen habe ich ein Modem auseinandergenommen und Teile ausgebaut. Könnt ihr mir bald zugucken? Im letzten Paket vom Zauberpony war dieses wunderbare Modem hier. Ganz was Schönes, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Faxmodem kann auch, ohne dass ein Computer dranhängt, offensichtlich Faxe empfangen. Süß. Also, tja, mit einem seriellen Port dran und so einer schönen Telefonleitung. Ich denke, wir schauen uns einfach mal an, wie sowas damals ausgesehen hat. Das ist echt lange her, dass ich sowas hatte. Das ist, also, mein letztes Modem war tatsächlich ein 28.8er. Ein kleines Motorola. Ah, hier kommen jetzt die Tricks. Wenn nämlich so eine Schraube hier definitiv zu heftig ist. Ich mach mal hier, ne? Könnt ihr mal sehen, was ich hier mache. Nimmt man einfach so eine Zange. Ah, das war's. Die Schraube hat sich verabschiedet. Nein, also mein letztes Modem war ein 28.8er Motorola. Was ganz was Süßes, irgendwann Ende des letzten Jahrtausends. Hatte auch noch einen seriellen Anschluss, so wie das hier. Ich hatte nie ein Modem mit einem USB-Anschluss. Ich habe gehört, sowas soll es gegeben haben. Aber ich habe tatsächlich nie sowas besessen. Und ich hatte auch nie ein Modem, das Faxe empfangen konnte. Allerdings hatte ich auch nie so richtig Bedarf dran. Irgendwie Faxe. Hm. Ja. Schrauben sind raus. Jetzt schauen wir mal, ob wir es aufkriegen. Oder ob wir da noch irgendwelche Gemeinheiten haben. Ich mache das mal so, dass wir so ein bisschen schönere Sicht drauf haben. Ja, irgendwie hier drüben hängt es noch. Bin mir noch nicht ganz sicher, woran, ob das da vielleicht geklipst ist oder sollten die unter ihrem Logo vielleicht noch eine Schraube versteckt haben. Sowas gibt es ja gelegentlich. Ja, finden wir gleich raus. Nö, keine Schraube. Hm. Dann hier ist nichts drunter. Hier ist auch nichts drunter versteckt. Hm. Sehr, sehr merkwürdig. Ah, jetzt war geklipst. Ah, was haben wir denn hier? Schauen wir nochmal ran. Das ist ein hübsches, relativ modernes Board, schon mit so einer ganzen Menge Surface-Mount-Zeug dran. Ne? So an den SMD-Teilen sieht man schon, wir haben es hier jetzt nicht mehr direkt mit den 80er Jahren zu tun. Ein paar nette Teile sehe ich da, die ich mir wahrscheinlich retten werde. Also zum Beispiel hier diese schönen dicken Widerstände. Also sowas habe ich bisher auch noch nicht in meiner Box, kann man nochmal gebrauchen. Dann, ach, der ist ja putzig. Der kleine Transformator hier, den werde ich mir auch auf jeden Fall aufheben, weil ja, ich habe noch so gewisse Blödsinnssachen mit Transformatoren und großen Kondensatoren vor, da kann man schön Mist mitbauen. Dann, ich würde einfach mal raten, dass das hier wohl ein Relais sein wird. Und, naja, so Kondensatoren, wie gesagt, viel Surface-Mount-Zeug, einiges an 74er Logik, wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir hier einen großen Hauptchip von Rockwell. 1997, ne, sind wir hier, 40. Woche 1997 wurde das Ding produziert. Ist also gar nicht mal so alt, ne? Man, da hatten wir ja schon fast die 2000er. Und sehr, sehr hübsches Spulen, Drossel, whatever Ding da. Ja, was haben wir hier? Ein LM2575T minus 5. Ja, ich möchte wetten, das ist ein Spannungsregler. Hier haben wir einen Pieper, der wird wahrscheinlich diese herrlichen Geräusche gemacht haben. Ein Quarz. Und das hier sieht für mich, oh, das ist ja süß. Entweder ist es irgendwie ein Rombaustein, oder wenn wir hier drunter jetzt so ein kleines Fensterchen finden, ja, dann könnte es auch so ein gutes altes Atom sein, oder? Nein, da steht Atmel drauf. Ja, liebe Kollegen von Atmel, euch haben wir lieb. Was das wohl sein mag, AT49F010. Keine Ahnung. Könnte ein Mikrocontroller sein. Könnte irgendein EEPROM sein. Ich weiß es nicht. Ja, dann hebe ich das hier mal raus.
hinter der Blende. Oh, das ist ja schick, wie hier die LEDs in diesem großen Case da drin sind. Ich glaube, das werde ich mir tatsächlich da rauslöten müssen, weil das gefällt mir. Sowas hätte ich gerne. Und dann hier unten drunter ziemlich viel dicker, drangelöteter Heatsink. Wird wahrscheinlich einfach sein, weil auf der anderen Seite der fette Protz drauf ist. Ja. Sieht alles relativ ordentlich aus. Mehrlagiges Board scheinbar. Ja, offensichtlich. Schick. Also, ich bin mal gespannt, wie leicht sich die einzelnen Komponenten auslöten lassen. Manchmal sind das ja ziemliche Bitches, weil es sind schon ein paar Teile dabei, die mich interessieren. Also zum Beispiel hier diese Anschlüsse für Mikrofon und Line-Out. Die hätte ich sehr, sehr gerne eigentlich in meiner Kiste und dann naja, so diverse anderer Kram auch noch. Na, schick. Hübsches kleines Modem. Komplett auseinandergenommen in wenigen Minuten. So. Jetzt wollen wir doch einfach mal sehen, was an dem Board hier noch irgendwie brauchbar ist und die Sachen auch mal retten. Das heißt beispielsweise, dass ich mir diesen Chip hier definitiv greifen will. Ich habe da gerade mal nach dem Datenblatt geschaut und es handelt sich dabei um einen Flash-EEPROM-Baustein, der mit 5 Volt im Circuit tatsächlich auch programmiert werden kann. Das könnte man noch heutzutage noch für irgendwas brauchen. Ich weiß noch nicht genau für was, aber hebe ich mir auf. Also ich denke, ich möchte definitiv den kleinen Trafo hier haben. Aber bevor ich an diese Sachen vernünftig rankomme, sollte ich mich darum kümmern, diesen festgelöteten Heatsink hier tatsächlich zu entfernen. So. Damit ist das gesamte Pad ab. Mein erstes Teil, das ich haben will, ist der kleine Trafo, das sind diese 4 Lötpunkte. Das Schöne, wenn man Bauteile retten will, ist, dass man sich nicht darum kümmern muss, ob man jetzt eventuell das Board kaputt macht und ein paar Vias abgreift oder so. Das stört nicht. Kleiner Trick, wenn man Teile auslöten will, die sich so ein bisschen sperrig anstellen, ist, dass man tatsächlich mehr Lötzinn dran gibt. Es liegt schlicht und einfach daran, dass das Lötzinn hier das ist, was die eigentliche Temperatur überträgt. Also ich kann das mal zeigen. Wo ist die Stelle? Die ist hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, nicht so gut. Aber das Lötzinn ist das, was hier die Temperaturübertragung klar macht. Und die Lötstellen hier haben so wenig Lötzinn dran, dass im Grunde genommen die Temperatur nicht vernünftig bis an die Stellen, wo es entlötet werden soll, durchkommt. Und mit so ein bisschen zusätzlichem Lötzinn kriegt man tatsächlich die gesamte Verbindung, den gesamten Pin, der da dran ist, richtig heiß und kann dann ohne größere Probleme in einem Schlons den ganzen Mist einfach rausziehen. So, die Ausbeute der Auslöterei ist gar nicht mehr so schlecht. Ich habe hier einen hübschen kleinen Schalter, so einen Taster. Dann habe ich hier diesen kleinen Transformator für Printmontage. Einen Quarz mit, na, was kann der? 56,448 Hertz, Megahertz, keine Ahnung, muss ich mal genauer nachschauen. Dann habe ich hier dieses Flash-EEPROM. Dann diese beiden hier habe ich schon nachgeschaut. Diese S1A054x0, das sind Read Relays. Und ich nehme dann einfach mal an, dass wegen der Ähnlichkeit des Packages das hier auch eins sein wird. Allerdings wahrscheinlich irgendwie mit einer höheren Qualität oder mit einer stärkeren Belastbarkeit, deswegen ein Metallkörper. Und das kleine Ding hier ist auch ein Relais. Ich brauche bestimmt für irgendwas gebrauchen. Und das hier finde ich eigentlich ziemlich cool. Das ist ein Halter für 8 LEDs, also genau genommen für 9 LEDs. Es sind 8 von den roten und jetzt so eine grüne drin. Das finde ich ziemlich cool. Das kann ich bestimmt irgendwo mal für eine Statusanzeige oder so gebrauchen. Ja, der Rest vom Board ist genau das, was die Sendung hier auch im Namen trägt. Reiner Elektroschrott. Geht in den Müll. Mein altes Nass.
Netgear Ready NAS Duo, keine Platten drin. Hab extra noch diese Teile mit Silikonöl geschmiert, damit sie richtig funktionieren. Ist momentan bei eBay zu haben. Ich mache einen Link unten rein. Kauft das!